Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. In diesem Video zeige ich euch, wie man das Elastizitätsmodul berechnet. Jetzt fragt ihr euch erstmal natürlich, was ist eigentlich das Elastizitätsmodul? Ja, das ist also eine notwendige Größe, ich habe es hier nochmal hingeschrieben, zur Beschreibung des elastischen Verhaltens eines Materials. Bedeutet, wenn man jetzt so ein E-Modul, also erstmal, man kann das Elastizitätsmodul auch abkürzen mit E-Modul, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und zwar kann man das dazu verwenden, wenn man zum Beispiel zwei gleiche Proben hat, so wie hier. Beide die gleichen geometrischen Angaben. Dann ist das Material, was das größere E-Modul hat, steifer. Das könnte zum Beispiel Stahl sein. Im Gegensatz zu dem Material, was das geringere E-Modul hat, zum Beispiel Gummi. Ja, dann kann man im Vornherein schon sehen, okay, es lässt sich vielleicht nicht so schön oder so leicht mal eben verbiegen. Ja, also es ist eine notwendige Größe zur Beschreibung des elastischen Verhaltens eines Materials. Ja, das heißt, ihr kennt vielleicht sogar noch die Flair-Formel oder so. Das heißt, das spielt öfter mal mit rein, wenn es wirklich um Dehnungen oder um die Dehnung geht zum Beispiel. Ja, die Einheit davon ist Newton durch Millimeter Quadrat. Und wie kommt man eigentlich an dieses E-Modul? Ja, das hat man durch Versuche eigentlich mal bestimmt, ne? Also man hat Messwerte rausgeknallt, sage ich mal, und durch Versuche hat man dann gemerkt, okay, das Material verhält sich so und so, dann hat man halt diese Kennzahl, dieses E-Modul bestimmen können. So, jetzt will ich euch einfach mal rechnerisch zeigen, wie das eigentlich mal funktioniert, so ein kleines Beispiel. Also jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Rundstab mit den Längendurchmesser ist 110 mm, unsere Ausgangslänge ist 160 mm und der ganze Zugstab, deswegen schon Zugversuch, es wird halt auf Zug beansprucht. So, und für die Formel des E-Moduls, das ist dann die hier oben. Also E, damit wird das abgekürzt, E gleich F, also die Kraft, mal unsere Ausgangslänge L0 durch A0 mal Delta L oder manche nennen es auch Triangel L. So, diese Formel habe ich auch schon mal in diesem, ja, ich nenne sie, habe sie immer Flair-Formel genannt, da war das aber ein bisschen anders. Da war Delta L gleich Flair, ne? Aber vielleicht erkennt ihr das wieder, das ist eigentlich hier nur umgestellt. So, wenn man das E-Modul jetzt bestimmen will, klar brauche ich jetzt die Angaben erstmal, ich habe die Kraft, die ist gegeben, unser Delta L, das hat man nach dem Zugversuch dann quasi rausbekommen, das ganze Ding wurde um 10,5 mm länger, das heißt Zugversuch, wenn ich den jetzt mal hier so reinzeichne, dann wird das Ganze ja ein bisschen länger und dieses Stück, was es länger wird, das ist ja dann unser Delta L. Das heißt, beim Zugversuch ist rausgekommen, 10,5 mm länger. Sehr schön. Das heißt, die Angabe haben wir, L0 haben wir auch. Wir haben unser F. Das Einzige, was eigentlich nur noch fehlt, ist A0. Ja, jetzt haben wir hier so einen Kreisquerschnitt, einen Rundstab, also A gleich Pi mal R Quadrat. Ne? Flächeninhalt will man davon ja jetzt bestimmen. Das heißt, Pi mal 55 mm zum Quadrat. Dann 55, ne? Wenn D der Durchmesser ist, Radius ist dann die Hälfte. Und wenn man das ausrechnet, dann sind das zum Beispiel 9503,3 mm Quadrat. So, jetzt können wir das alles in unsere Formel einsetzen. Sehr schön. Also F war 1140 kN mal L0. L0 war unsere 160 mm. Das Ganze jetzt durch, ja, unser A0, das sind 9503,3 mm². Und das jetzt nochmal Delta L, also mal 10,5 mm. So, man sieht schon hier, die Millimeter kürzen sich raus. Zack, zack, zack. Und hier sieht man, es bleibt über Kilonewton durch Millimeter². Jetzt kann man das hier noch in den Taschenrechner eintippen. Das mache ich dann jetzt auch mal kurz. Dann sollten wir hier nämlich rauskriegen, 1,82 ungefähr Kilonewton pro Quadratmillimeter. Also wie ihr seht, das E-Modul zu berechnen ist gar nicht so schwer, wenn man zumindest alle Angaben hat oder weiß, wie man auf die Angaben dann auch kommt. Ansonsten würde ich sagen, bleibt erstmal dabei, wünsche euch viel Erfolg bei der Klausur und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.